Da haben wir es einfacher als die anderen politischen Stiftungen aus Deutschland. Viele Menschen in Lateinamerika, gerade im linken Milieu, können mit Rosa Luxemburg etwas verbinden. Den Kampf für Emanzipation, Freiheit, einen demokratischen Sozialismus. Und dann haben wir im Regionalbüro São Paulo noch Isabel Oreiro, eine große Spezialistin zum Leben und Werk Rosa Luxemburgs. Ja, das hat angefangen vor 34 Jahren, als ich meine Magisterarbeit gemacht habe. Und ich habe mich für Rosa Luxemburg interessiert. Und danach in meiner Doktorarbeit habe ich also eine ganze Doktorarbeit über Rosa Luxemburg gemacht. Ich war in Deutschland zu forschen. Ich habe die Bücher, die gesammelten Werke von Rosa Luxemburg gekauft. Ich habe Deutsch gelernt, ein nicht so gutes Deutsch, aber es geht. Und also ich kann sagen, seit 25 Jahren beschäftige ich mich ernst mit Rosa Luxemburg. Die Militärdiktatur war schon vorbei und wir haben eine Idee in Brasilien. Ah, man muss eine neue Partei bauen, eine neue Partei bilden. Und das war diese Partei, der Arbeiter, PT, Partido dos Trabalhadores. Und ich war ganz jung und ich habe mich für den Sozialismus interessiert. Also Rosa Luxemburg war wirklich die rechte Person, weil sie den demokratischen Sozialismus immer verteidigt hat. Also das ist besser, über Rosa Luxemburg zu sprechen, als über, was weiß ich, über Kautsky zum Beispiel oder über Bernstein, weil sie Frau ist. Das ist das Wichtigste für die Frau, für die Aktivisten. Ne? Und auch, weil die Ideen sind sehr attraktiv, zum Beispiel. Also demokratischer Sozialismus, partizipative Demokratie und so weiter und so fort. Die Kritik des Imperialismus für Lateinamerika, das ist sehr wichtig. Die Bandbreite ist groß. Am wichtigsten sind die Kurse zur Aktualität ihres Denkens, die Isabel in diversen Ländern angeboten hat, Abendkurse im RLS-Büro oder ein Blogseminar in Paraguay. Ein großer Erfolg ist eine Radionovela über ihr Leben. Wir haben die spanische Originalversion aus Quito übersetzen lassen, die Landlosenbewegung MST hat sie produziert und in ganz Brasilien verbreitet, in ihren sozialen Netzwerken, in vielen Radios und als CD. Und natürlich Bücher, 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 Anthologien, ausgewählte Werke in drei Bänden, die Graphic Novel von Kate Evans, Liebesbriefe auf Spanisch. In Buenos Aires läuft gerade ein Theaterstück und sogar eine Rosa Luxemburg Oper. Rosa Luxemburg kommt bei Landlosen in Nordostbrasilien, Sekundarschülern aus São Paulo, indigenen Landarbeiterinnen aus Paraguay und argentinischen Feministinnen gleichermaßen an. Ich glaube, für die allermeisten jungen Linken ist sie zunächst einmal eine Ikone, ähnlich wie Che Guevara ist. Rosa Luxemburg war eine wichtige Vorläuferin des antiimperialistischen Denkens, die gegenüber den Regionen und der Bevölkerung des Südens eine ganz andere Sensibilität an den Tag gelegt hat, als etwa der alte Eurozentrist Marx. Heute, das zeigen besonders ihre Briefe voller literarischer Kraft, heute wäre sie sicher eine Ökosozialistin. Sie hat all jenen etwas zu bieten, die gerade dabei sind, eine neue, demokratische, libertäre, ökologische, antikoloniale und feministische Linke zu entwickeln. Erzähl doch noch mal bitte von der Erfahrung in Paraguay. Paraguay. Also die Frauen, die da waren, die waren Aktivisten von den sozialen Bewegungen, Bauerinnen und Indigenen. Und die waren sehr beeindruckt. Und diese Frauen, die können nur Guarani sprechen. Die verstehen Spanisch, aber die am liebsten sprechen sie Guarani. Und das war ganz interessant für mich. Und
Am Ende, also ich habe zwei Tage über Rose gesprochen und wir haben viel diskutiert und so weiter und so fort. Und am Ende gab es eine Zusammenfassung von diesen zwei Tagen. Und eine dieser Frauen sagte, sie habe alles zusammengefasst, indem sie sagte, wir sind alle Rosa Luxemburg. Ich habe fast geweint.